Beginnen wir gemeinsam mit der Nummer 403. Nun danket all und bringet ihr, ihr Menschen in der Welt, dem dessen Lob der Engel her im Himmel stets vermeldt. Ermuntert euch und singt mit Schall Gott unserem höchsten Gott, der seine Wunder überall und große Dinge tut. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Brüder und Schwestern, wir dürfen heute gemeinsam die Heilige Messe feiern. In der heutigen Heiligen Messe beten wir gemeinsam mit August und Helga Bayerleitner für verstorbene Schwester und Schwägerin Maria. Dieser Sonntag heute ist auch der Sonntag der Völker. Ein Sonntag, der uns daran erinnert, dass unser Glaube für alle Menschen gedacht ist, dass alle Menschen gemeinsam einem Gott nachfolgen dürfen und können. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, dass man für den Sonntag, wie er früher geheißen hat, der Ausländer, heute einen Priester aus Linz importiert. Ich weiß nicht, ob das schon Ausland genug ist für Schönau. Aber ich freue mich, dass wir gemeinsam feiern können heute. Euer Pfarrer hat mich schon kurz vorgestellt. Also Ramsebner Peter, gebürtiger Linzer, im Jahr 2007 geweiht in der Erzdiözese Wien und bin dort tätig und aktuell aufgrund der ganzen Situation von Corona oft unterwegs, um die Gemeinden zu unterstützen, gemeinsam feiern zu können. Brüder und Schwestern, am Beginn der Heiligen Messe dürfen wir hintreten für Gott, dürfen ihn bitten um sein Erbarmen und seine Vergebung. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Herr, erbarme dich unser. Du hast am Kreuz dein Leben für uns gegeben. Christus, erbarme dich unser. Du führst uns einst heim zu dir. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. So singen wir gemeinsam das Gloria, die Nummer 711-2. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe, singet der himmlische selige Schar. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die vielen Völker durch gemeinsamen Ursprung miteinander verbunden und willst, dass sie eine Menschheitsfamilie bilden.
Die Güter der Erde hast du für alle bereitgestellt. Gib, dass die Menschen einander achten und lieben und der Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Fortschritt entgegenkommen. Lass uns alle Trennung überwinden, damit in der Welt von heute Recht und Gerechtigkeit herrschen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht der Herr: Ihr sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Hört doch, ihr Haus von Israel. Mein Weg soll nicht richtig sein. Sind es nicht eure Wege, die nicht richtig sind? Wenn ein Gerechter sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut, muss er dafür sterben. Wegen des Unrechts, das er getan hat, wird er sterben. Wenn ein Schuldiger von dem Unrecht umkehrt, das er begangen hat, und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, wird er sein Leben bewahren. Wenn er alle seine Vergehen, die er verübt hat, einsieht und umkehrt, wird er bestimmt am Leben bleiben. Er wird nicht sterben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Schwestern und Brüder, wenn es eine Ermahnung in Christus gibt, einen Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, ein Erbarmen und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig, einträchtig, dass ihr nichts aus Streit sucht und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr die Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei. Halleluja, 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 Halleluja.
So spricht der Herr, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes: Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Kind, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging hinaus. Dann wandte er sich an den zweiten und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete: Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der Erste. Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, ich sage euch, die Zöllner und die Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen auf dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern, es wird nicht einfacher mit all den Vorschriften, die uns jetzt wieder begleiten im Herbst und wahrscheinlich in den Winter hinein. Hände desinfizieren, das machen wir seit einem halben Jahr, glaube ich, geschätzt 28 Mal pro Tag. Und jetzt Maske und noch dazu in der Kirche Maske und es wird nicht einfacher. Könnten dann nicht zumindest einfachere Lesungen kommen? Irgendwas stimmt nicht. Immer wenn ich in Schönau bin, sind es komplizierte Lesungen. Also entweder hat euer Pfarrer ein gutes Gespür, wo er sagt, na der Sonntag, das ist heikel, da schauen wir, dass wer anderer kommt. Und auch die heutigen Lesungen sind nicht so eine leichte Kost. Ein Evangelium, das uns sagt, Zöllner und Dirnen, die kommen eher in das Reich Gottes als wir. Entschuldigung. Und wozu sind wir dann heute in der Früh doch eher früher aufgestanden? Zumindest die, die aus Linz gekommen sind. Wenn wir dann nur hören, die anderen, die kommen scheinbar leichter in den Himmel als wir. Ja, haben wir denn einen Nachteil dadurch, dass wir in der Kirche sind? Es ist nicht so einfach. Am Anfang der Offenbarung,
Da musste auch Gott Schritt für Schritt beginnen. Wir erinnern uns die ersten Seiten der Bibel, wo Gott dem Menschen sagt, du bist verantwortlich für den anderen. Du kannst nicht machen, was du willst. Dein Gutes und Böses tun hat Konsequenzen für die anderen. Bis zu dem Paradebeispiel von Kain und Abel, wo Gott dem Kain sagt, du kannst dich für das Gute entscheiden. Entscheidest du dich für das Böse, so ist das Zerstörung und Tod für den Nächsten. Wir leben es auch in dieser Zeit, wie es reicht, wenn wenige sagen, ach, diese Vorschriften, ist alles sinnlos. Und alle anderen ernten dann mehrere Maßnahmen und Vorschriften wieder. Wir leben nicht als einzelne Menschen auf einer Insel. Unser Tun wirkt sich auf die anderen aus. Und spätestens, wer in dieser Zeit mit dem Zug wohin fährt, der merkt, wie unangenehm es ist, wenn dort jemand vor sich hin hustet, so es gäbe es kein Morgen mehr. Also nicht in der Kirche, da darf man husten. Es war wichtig für das Volk Gottes und ist auch wichtig für uns zu sehen, dass unser Tun Folgen hat für den Nächsten. Aber Gott musste seinem Volk helfen, nicht dort stehen zu bleiben. Und so gesehen ist die erste Lesung heute für uns ein wichtiger Schritt. Denn noch in den 10 Geboten, da hat Gott gesagt, wenn einer Gutes oder Böses tut, dann wirkt sich das aus 2, 3 und mehr Generationen hinweg. Und zur Zeit des Propheten Ezechiel, da haben einige gedacht, sie sind schon in Sicherheit, weil ihre Großväter, Großeltern und ihre Eltern schon so gut und brav waren. So, es können sich zurücklehnen und sagen, ich habe schon einen Polster an guten Werken der anderen, auf die ich mich verlassen kann. Und so schickt Gott den Ezechiel und sagt, Volk Gottes, pass auf. Denn ein jeder ist verantwortlich für sein eigenes Tun. Du kannst dich nicht auf die anderen rausreden. Du bist verantwortlich für das, was du machst. Und heute die erste Lesung noch einen Schritt weiter. Du bist verantwortlich für das, was du tust, und du kannst in einem Moment deines Lebens alles verlieren oder alles gewinnen. Die erste Lesung beginnt, ihr sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Damals haben viele Ezechiel wohl gesagt, aber wenn ich schon so brav bin, ins Heute übersetzt, wenn ich schon so oft in die Kirche gehe und mich bemühe, gut zu den anderen zu sein, wie kann es dann möglich sein, alles plötzlich wieder zu verlieren? Wie kann es andererseits möglich sein, dass jemand, der immer das Falsche macht, plötzlich zu Gott findet und es ist so, als wäre alles in Ordnung gewesen? Brüder und Schwestern, diese erste Lesung ist nicht ganz einfach, aber sie legt uns heute eines ans Herz, dass der Moment, der Augenblick, das Jetzt unseres Lebens entscheidend ist. Wir sind Menschen, die heute und jeden Tag unseres Lebens uns neu entscheiden können, dürfen und müssen. Für den Weg Gottes, den Weg der Gerechtigkeit oder für den Weg, den wir uns selber zusammenbasteln. Wir können und dürfen uns nicht zurücklehnen, es wird schon passen.
Aber wir dürfen auch wissen, dass Gott, wenn wir uns verlaufen haben, sagt: Heute darfst du neu beginnen. In Zeiten von Corona, keine Sorge, verkneife ich mir, über alle Lesungen etwas zu sagen. Ich weiß schon, ich brauche keine Maske, ich hätte es einfach. Ne? Ihr könnt lang und schön und was auch immer. Aber ich erlaube mir nur eines zu unterstreichen. Denn diese Entscheidung, die wir auch heute treffen können für das Gute, von was ist die getragen? Von unserem eigenen, ich bin so gut und ich habe es verdient? Nein, Brüder und Schwestern, die zweite Lesung erinnert uns heute an den Grund unserer Hoffnung. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Er wurde den Menschen gleich. Brüder und Schwestern, wir dürfen heute gemeinsam Heilige Messe feiern, um Christus in unserer Mitte anwesend zu haben. Er, der Gott war, der keine Angst zu haben brauchte vor allen möglichen Krankheiten, vor Alter und Tod. Er hat gesagt: Ich nehme das Leben der Menschen auf mich. Ich bin bereit, bis zum Ende durchzuhalten, mein Leben für sie zu geben. Damit unser Ja zu Gott auch heute nicht ein erzwungenes sei, ein Mühesal, beladenes, sondern ein Wort des Dankes. Denn Brüder und Schwestern, unser Wort, unser Ja zu Gott, das wir heute sprechen, ist immer Antwort auf das, was Gott schon getan hat. Und er hat uns reich beschenkt in seinem Sohn, seinem Tod und seiner Auferstehung, die wir jetzt gemeinsam in dieser heiligen Messe feiern. Ich lade euch ein, bekennen wir gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes und des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wer den Willen des Vaters tut, gelangt in das Reich Gottes, so sagt Jesus. So lasst uns ihn bitten. Für unseren Papst, die Bischöfe, Priester und Diakone, dass sie den Menschen den Willen Gottes Lebens nah verkünden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Politiker in unserem Land, dass sie sich in ihren Entscheidungen auch vor Gott verantwortlich wissen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die Schuld auf sich geladen haben, dass sie bereit sind, umzukehren und nach Wegen der Versöhnung zu suchen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für all unsere unheilbar Kranken und Leidenden, dass sie sprechen können: Vater, dein Wille geschehe. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schenke den Eltern, die mit ihren Kindern nicht mehr klarkommen, viel Liebe, Konsequenz und einen langen Atem. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für uns selbst und einander, für alle, die wir lieben und die uns Sorgen machen,
dass wir einst das Reich Gottes erlangen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Hilf uns und allen Menschen, zum gegebenen Wort zu stehen, verlässliche Partner zu sein und uns und einander treu zu bleiben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Sterbetag haben diese Woche Johann Frühwirth, Maria Fröhlich. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, du bist gut und lässt uns dies spüren in deinem Sohn Jesus Christus. Mit dem wir dich preisen, heute und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, nimm unsere Gaben an und öffne uns in dieser Feier die Quelle, aus der aller Segen strömt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen aber hast du auf dein Bild hingeschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir, seinem Herrn und Schöpfer, zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er, der nie begonnen, der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immer da. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, nimm sie auf in deine Herrlichkeit
Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tisch sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So dürfen wir auch gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahr uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der Herr hat seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir Jesus Christus nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt nur ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird es. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in der Feier der Eucharistie haben wir den Tod des Herrn verkündet. Dieses Sakrament stärke unseren Leib und Seele und mache uns bereit, mit Christus zu leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Gottesdienste in der kommenden Woche. Montag, Dienstag ist um 8 Uhr wieder Heilige Messe. Am Dienstag ist Heiliger Michael, Heiliger Gabriel und Heiliger Raphael. Am Mittwoch 18.30 Uhr Aussetzung an stille Anbetung, 19 Uhr Heilige Messe. Und am Mittwoch ist Heiliger Hieronymus. Am Donnerstag ist um 7.15 Uhr Heilige Messe, Heilige Theresia vom Kinde Jesu. Und am Freitag ist um 7.15 Uhr Heilige Messe, Heiliger Schutzengel. Am Samstag ist um 8 Uhr Heilige Messe und um 19 Uhr Vorabendmesse. Und am Sonntag ist um 7.30 Uhr Frühmesse und um 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst mit Erntedank. Der Mittagstisch ist wieder am Donnerstag in Oberndorf. Am Donnerstag lädt die katholische Frauenbewegung Schöner um 19.30 Uhr im Pfarrheim zum Dekanatsimpulstreffen zum Jahresthema Was wirklich zählt ein. Zwei Referentinnen der katholischen Frauenbewegung der Diözese werden diesen Abend gestalten. Am Kreuzweg von Unterweißenbach nach Kaltenberg ist am Freitag um 14.30 Uhr. Die Heilige Messe wird um ca. 15.45 Uhr in Kaltenberg gefeiert. Der Abend der Barmherzigkeit findet am Freitag in St. Thomas mit Pater Laszlo Legionäre Christi statt. 18.30 Uhr Heilige Anbetung und Lobpreis, 19.30 Uhr Heilige Messe mit eucharistischem Einzelsegen. Und nächsten Sonntag feiern wir in unserer Pfarre Erntedank. Die Bauernschaft bitten wir um das Schmücken und Tragen der Erntekrone, den Kirchenchor und die Musikkapelle um ihre Mitgestaltung. Der Kindergarten nimmt an der Segnung der Erntekrone am Kirchenplatz teil. Aufstellung zum Festzug, bei dem dieses Jahr nur kleine Abordnungen der Vereine teilnehmen können, ist um 8.45 Uhr beim Lagerhaus. Und wir bitten heuer besonders um ein großzügiges Erntedankopfer für die Finanzierung der pfarrlichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel die Sanierung des Friedhofweges. Reiches vergelt's Gott dafür. Durch die Einschränkungen im pfarrlichen Leben beträgt der Kollektenentgang in diesem Jahr bisher 2.700 Euro. In der Kirche ist nun während des Gottesdienstes ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bitte den 1 Meter Abstand halten. Und bitte die Sonntagskollekte in das Köberl beim Ausgang geben. Danke. Wir danken Herrn Ransmeier, dass er die Messe mit uns gefeiert hat. Dankeschön. Brüder und Schwestern, so dürfen wir jetzt Gott bitten um seinen Segen für diesen heutigen Tag, die kommende Woche. Vielleicht auch mit der Bitte an Gott, dass so wie im Evangelium hin und wieder unser Nein, ich mag nicht, dann doch zu einem Ja der Taten, einem Zeichen der Liebe, einem Zeichen des Wirkens Gottes werden kann. Bitten wir dazu Gott um seinen Segen und seinen Beistand. Der Herr sei mit euch. Und es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.